Fashion, Art and Wine. Die Modedesignerin Susanne Wiebe hat zu einem exklusiven Abend geladen, der mit eleganter und aufreizender Mode, Kunst und feinsten Weinen die unterschiedlichsten Sinne in Entzücken versetzt hat. Wir wollten von den rund 150 geladenen Gästen wissen, wo sie sich am besten auskennen. In der Mode, der Kunst oder mit Wein? Welcher Sinn am ausgeprägtesten ist und ob in irgendeiner Situation schon einmal alle Sinne versagt haben. Fashion-Salon im klassischen Sinne, der Salon als Zusammenkunft interessanter Leute, einfach so Drahtzieher für Künstler, Bohemien, industrielle Adel und so weiter, haben wir schon immer gemacht. In dem Salon bei uns im Laden, und jetzt war einfach meine Assistentin krank und jetzt hat man gesagt, man macht das einfach mal in anderen Räumen. Und ich finde es wunderbar, lasziv hier in dem herrlichen bayerischen Hof. Und wir haben den Grafen Montgelas ja auch als den Ur-Ur-Urenkel auch als Gast hier, was es besonders brisant macht. Und Ferdinand von Thun und Hohenstein hat einfach gesagt, ich finde euch so klasse, ich stelle da einfach meinen Wein dazu vor an diesem Abend. Und so hat sich das ergeben. Normalerweise zeigen wir immer auch noch Bilder von Bachmeier. Nur der hat sich geweigert, an die über die sehr schön dekorierten Wände jetzt etwas zu hängen. Weil die Bilder für sich alleine sprechen müssen. Also mein ausgeprägtester Sinn ist Kunst. Oh, das ist die Mode. Ich habe eine Familie, meine Frau hat in Kindermoden gearbeitet jahrelang. Meine Tochter hat eine Modeagentur, hat in New York studiert und ist dann wieder zurück nach Deutschland. Oh, das ist sehr schwierig zu beantworten, weil also Wein, naja, nicht unbedingt. Fashion sehr, also ich bin, glaube ich, ein bisschen ein Fashion-Victim. Art selbstverständlich, Kunst, soweit das Auge reicht, von Kopf bis Fuß, nein, umgekehrt, von Fuß bis Kopf. Ja, Kunst, was soll ich sagen als Kunstfigur? Wein überhaupt nicht, nachdem ich so gut wie nie Alkohol trinke. Und Fashion, ja, natürlich, möchte mich umorientieren, was es so gibt in Sachen Mode. Also ich liebe Mode und Art, auch hochinteressant. Also ich glaube, diese Kombination macht eigentlich das aus, um an so einem Abend auch teilzunehmen. Weil nur das eine oder andere alleine ist, glaube ich, nicht genug. Ich schaue auch immer, was die Männer tragen oder die Frauen noch mehr. Und wenn was nicht stimmt, dann sage ich das. Die Mode ist die zweite Haut des Mannes oder der Frau. Fashion ist schön, macht Spaß, aber ist jetzt nicht so, dass ich bin kein Fashion-Victim und es ist auch nicht so, dass ich rasend Spaß am Shoppen habe. Wein trinken macht auch super Spaß, kann man aber auch nicht immer machen. Also dann muss ich mich für die Kunst entscheiden. Also am besten ausgehen vielleicht Art. Also das ist das, was mich am meisten interessiert. Fashion brauche ich für den Beruf, deswegen schaue ich es mir immer wieder an, aber ich habe nicht das
ja, wie soll ich sagen, es gibt ja Leute, die sich nun alle Moden anschauen. Ich finde es interessant und ich nehme es mehr für den Beruf. Aber Spaß machen tut mir Art und natürlich Wein, aber da bin ich leider nicht so eine große Kennerin. Alle drei zusammen, weil das heißt nämlich eigentlich nur genießen und carpe diem und das ist eigentlich meine Hauptdisziplin, genießen, und manchmal genieße ich auch ein bisschen zu viel und dann habe ich wieder schlechtes Gewissen, aber alles, was schön ist und sinnlich ist und Spaß macht, das ist eine Grundsatzdisziplin, deswegen kann man das auch gar nicht auseinander dividieren. Ausgeprägt ist der Sinn, aber ich sage das Optische. Wenn das passt, dann habe ich Vergnügen, wenn es nicht passt, habe ich Ärger. Aber den Ärger lasse ich erst gar nicht aufkommen. Ich glaube, das Sehen, die Augen. Vielleicht Geschmack, was das Essen und das Trinken angeht. Das ist doch, ja. Und hören, Musik. Musik gehört ja schließlich eigentlich noch dazu, die ist heute nicht vertreten. Also ich bin ein sehr visueller Mensch, ich kann mir nie Namen merken, aber ich, wenn ich etwas sehe, also ich könnte mich morgen daran erinnern, was sie anhatten. Am meisten ausgeprägt, ich hoffe doch, dass sie alle gleichermaßen gut ausgeprägt sind, aber in erster Linie würde ich sagen, wird es über die Augen gehen, oder? Über den Sehsinn. Wenn das schon mal reizend ist, möchte man auch gerne probieren, schmecken, riechen und so weiter. Zu einem gewissen Höhepunkt und danach habe ich gedacht, oh, jetzt falle ich jeden Moment in Ohnmacht. Da glaube ich, haben alle Sinne kurzerhand versagt. Ja, zum Beispiel der Bayerische Fernsehpreis. Genau, da war das so. Weil ich absolut wirklich überzeugt davon war, dass das Andrea Sawatzki oder sonst jemand kriegt, weil ich saß ja ganz hinten. Also wenn die mich schon da hinten hinsetzen, dann werde ich nicht den Preis kriegen. Michaela May saß vorne in der ersten Reihe, ja. Und ich war so entspannt und relaxed und so und plötzlich fiel dann mein Name und es war wie, also man kann sich das gar nicht vorstellen, das Gefühl. Das ist so, da fährt so ein Zug durch den Schädel und man weiß nichts mehr, man weiß nicht mehr, wie man auf die Bühne kommt, was man sagt und es ist wirklich ein Rausch, aber geil. Eigentlich immer in Konzerten oder Opern, in besonderen Aufführungen mit besonderen Künstlern oder am Theater? Ja, sowas gibt's, wenn man, glaube ich, sehr, sehr, sehr unglücklich verliebt ist, dann versagen alle Sinne und dann muss man, glaube ich, wenn man nachher drüber nachdenkt, dann denkt man sich, oh Gott, welcher Mann war das denn jetzt? Aber man muss da, glaube ich, auch durch. Es gab sicher ein paar dunkle Stunden, die nicht so erfolgreich waren, aber im Grunde bin ich immer ganz gut über die Runden gekommen. Was verbindet Harry Valerien mit München? Zunächst mal die A95, denn der legendäre Sportjournalist wohnt am Starnberger See. Aber darum geht es jetzt nicht. Bei Susanne Wiebes Fashion, Art and Wine haben wir außer der Sinnfrage noch folgende gestellt. Gibt es in München einen Ort, mit dem Sie, wenn Sie daran vorbeifahren oder auch nur daran denken, etwas ganz Bestimmtes verbinden? Nachdem ich viel mit dem Radl unterwegs bin, passiere ich öfter solche Orte, wie zum Beispiel Odeonsplatz, Hofgarten, schöne Erinnerungen im Hofgarten. Dann an der Isar entlang, jeden Sommer wunderbare Erinnerungen, meistens in Sachen
Gemeinsamkeiten. Ja,